Die Geschworenen, euer Ehren. Haben die Geschworenen ein Urteil gefällt? An dem Tag, an dem meine Frau starb, sie sagte, sie habe sich entschieden, ihre Assistentin zu entlassen. Ihre Assistentin ist übrigens die Angeklagte, Heidi Lang. Wo ist sie? Sag nicht, dass ich es verraten habe. Sie ist für eine Zigarette auf die Dachterrasse. Aber sie war da nirgendwo zu sehen, bis ich nach unten sah. Glaubst du denn wirklich daran, dass sie schuldig ist? Ich meine, ohne jeden Zweifel? Wir halten die Angeklagte für nicht schuldig. Und wie werden Sie das feiern? Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Wir sollten uns mal wiedersehen. Zum Essen oder so. Danke für alles. Hast du jemanden ins Gefängnis gesperrt? Nein. Die Lang hat mich angelächelt. Als sie vom Gericht weggefahren ist, hat sie sich umgedreht und mich angelächelt. Das ist freundlich. Belinda verdient Gerechtigkeit. Das ist ein großes Wort für jemanden, der 12 Dollar Wein aus dem Pappbecher trinkt. Wir haben dir Urlaub gegeben, um fertig zu werden. Mit diesem schmerzhaften, persönlichen Verlust. Ja, und das bin ich. Kam das nur mir so vor oder hatten wir eine Verbindung da drin? Macht dieser Prozess dir immer noch Sorgen? Ich wünschte, wir hätten was von Heidi selbst gehört. Hey, wer hat dich denn verprügelt? Unglaublich, dass sonst niemand mehr gekommen ist. Hast du das geplant? Nein! Hi, Clara, von den Geschworenen. Sollte mir nicht sein. Sie hat uns eingeladen. Du hast es ganz bestimmt nicht getan. Entschuldige? Ihr denkt, dass ich es vielleicht doch war? Wir müssen mit Ihnen über einen Vorfall vor Ihrem Möbelhaus gestern Nacht reden. Dean Walsh. Dieser Kerl hat meinen Laden in Brand gesteckt? Er ist besessen von den Angeklagten. Er glaubt, dass eine der Geschworenen große Zweifel an Heidis Unschuld hegt. Wir glauben, er sind auf Rache. Ihr habt mit der Mordverdächtigen gesprochen? Was willst du von mir? Hältst du mich für verrückt? Das warst du schon immer. Ich habe eine Flowchart über das Verbrechen erstellt. Ich dachte, das könnte helfen, die Dinge klarer zu sehen. Ich habe eben von unserem Stalker und eurer neuen Freundin, der Mörderin, gehört. Jemand muss sie vom Dach gestoßen haben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ziemlich hoch. Geht nicht zu nah ans Fenster, wenn ich dabei bin. Entschuldigt. Eure Gesichter. Ja, ja. Er war doch mein Stalker und jetzt ist er hinter dir her. Wie hast du es nur geschafft, uns alle so hinters Licht zu führen? Wir wollen dir keine Angst machen, aber... Daniel ist ein Mörder, weißt du? Hey, nur möglicherweise. Ich weiß, was du vorhast. Du hast mit der Polizei gesprochen. Ist sie gesprungen? Ist sie gefallen? Oder kam jemand anders darauf und hat sie runtergestoßen? Oh. Sorry, eine Angewohnheit. Boom, 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 boom.